Ja, ich möchte nochmal eine andere Variante zeigen, wie Sie auch Türen oder Öffnungen bauen können, die jetzt irgendeine Sonderform haben. Warum zeige ich das? Normalerweise können Sie natürlich sich Fenster oder Türen, aber auch normale Öffnungen als Bauteil reinladen. Wie das geht, habe ich in einem anderen Video gezeigt. Wenn Sie jetzt keine passende Öffnung haben, dann kann man sich, das zeige ich allerdings dann im BIM Advanced, sich eigene Bauteile bauen. Es ist allerdings bei Fenstern nicht ganz ohne. Ja, oder auch bei Türen. Das ist dann schon ein ziemlich komplexes Bauteil. Um ehrlich gesagt, das zeige ich im Unterricht nicht wirklich, weil da haben wir keine Zeit dafür. Sie können allerdings, wenn Sie sich ein bisschen auskennen im Familieneditor, also eigene Familien bearbeiten können, können Sie theoretisch ein Fenster nehmen, was Ihren Ansprüchen oder eine Tür Ihren Ansprüchen schon sehr nahe kommt und das lediglich abändern. Wobei ich dazu sagen muss, sich da reinzudenken in die Logik von so einer etwas komplexeren Familie, die jemand anderes gemacht hat, ist auch nicht ganz ohne. Es gibt auch eine andere Methode, wie Sie auch Öffnungen bauen können, jetzt ohne dass Sie sich besonders gut auskennen mit dem Familieneditor, also mit dem Erstellen von eigenen Familien. Ich sage mal dazu, es ist eine BIM-1-Methode und die möchte ich mal ganz kurz vorstellen. Dazu, weil die passt jetzt in das Gebäude nicht wirklich rein, mache ich einfach mal eine Wand. Das mache ich mal jetzt hier im Obergeschoss zum Spaß, mache ich mal daneben. Gehe also hier auf Architektur, Wand, tragend. Jetzt muss ich bloß kurz gucken. Gut, Gipskarton ist nicht gerade schön. Als Beispiel nehmen wir hier Mauerwerk, ein bisschen was Dickeres, damit man es besser sieht. Nehmen wir zum Beispiel, ja, das hier. Und hier umschalten auf Höhe. Es geht los, Oberkante Rotdecke und hier soll es meinetwegen bis DG Oberkante Rotdecke gehen. Okay, das machen wir hier einfach mal nur eine Wand, das genügt eigentlich. Und setzen die hier ab. So, und jetzt möchte ich hier mal kurz was demonstrieren. Dazu gehe ich ins 3D. Ich glaube, da sieht man das besser. Wir müssen jetzt auch nicht genau arbeiten mit Demonstrationszwecke. Und zwar können Sie hier die Wand anklicken und dann sehen Sie hier Profil bearbeiten. Das mache ich mal. Und jetzt könnte ich hier an meiner Wand dann rumdoktern. Ja, ich müsste mal gucken, ob es jetzt hier im 3D auch geht. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier sowas einbauen. Man muss natürlich noch ein bisschen verschneiden hier. Das ist natürlich nicht eindeutig. Muss ein geschlossenes Polygon sein. Das heißt, das muss hier verschwinden. Gehe also hier auf dieses und schneide das noch zu. Gehe auf OK. Und jetzt hätte ich theoretisch so eine Wand. Ja. So kann man was das kann man machen, wenn man sowas braucht. Zum Beispiel so einen Treppeneffekt oder so für eine Treppenmauerwerk. Das ist ganz praktisch. Aber damit können Sie auch Öffnungen machen. Das zeige ich jetzt mal mit dieser Methode. Geht hier auf Profil. Übrigens mit Zurücksetzen können Sie das wieder in die Ausgangsform bringen. Habe ich das gemacht. Jetzt gehe ich auch wieder auf Profil bearbeiten und mache mal eine Öffnung rein. Das kann natürlich ein Rechteck sein. So. Aber Sie können natürlich auch auf das Rechteck jetzt hier noch einen Kreisbogen machen. So. Das hier rauslöschen. Auf OK gehen und jetzt habe ich mir so eine Öffnung projiziert. Ja, das heißt, Sie können jetzt mit dieser Methode sich ganz beliebige Öffnungen machen und damit schon mal Öffnungen erzeugen. Wie bekomme ich jetzt ein Fenster rein? Da macht man dann folgenden Trick, in den ich mir jetzt hier in die Öffnung eine andere Wand reinsetze, nämlich eine Fassade. Also, wenn Sie jetzt hier ein Fenster reinbauen wollen, ich habe es mal zurückgesetzt, dann müssen Sie einen anderen Weg gehen. Also einen ähnlichen Weg. Allerdings machen Sie Folgendes. Sie machen zunächst Ihre Wand. Ja, und dann setzen Sie in die Wand noch eine Spezialwand ein, nämlich eine Fassade. Das mache ich jetzt mal im Grundriss. Gehe also hier auf OG. Suche mir jetzt hier wieder Wand, nicht tragend. Wähle hier Fassade. Und man setzt jetzt hier, jetzt können Sie noch die Einbautiefe bestimmen. Nehmen wir jetzt mal irgendeine, die zum Beispiel. Und setze jetzt hier ein Fassadenelement ein. So. Jetzt gehe ich mal wieder ins 3D, damit Sie das besser sehen, was jetzt hier passiert. Oh ja, hier mal hier 3D. Und jetzt kann ich hier das Fassadenelement anklicken und hier sagen Profil bearbeiten und könnte das jetzt hier in der Form verändern. Ich mache das hier einfach mal. Wobei, das sollten Sie eher vorher machen. Ne? Jetzt habe ich das Problem, dass das jetzt so von der Breite her nicht so günstig ist. Ja? Also, aber ist jetzt egal. Das sollten Sie vermeiden. Ja? Jetzt habe ich quasi hier die Originalfassade ist so und die eigentliche, die ich jetzt benutze, ist so. Das soll man eher nicht machen. Ja?
Also, ich mache es nochmal richtig. Entschuldigung. Ich setze das nochmal zurück, das Profil. Jetzt gehen wir auf Zurücksetzen. Das sollen Sie nicht so machen. Machen Sie lieber so. Ohne Profil bearbeiten. So. Und schieben Sie die Fassade ein bisschen. Das ist jetzt hier. Kann ich das hier im 3D schieben? Nee, kann ich nicht. Das muss ich im 2D machen. Und hier schiebe ich nochmal die Fassade ein bisschen schmaler. Das sollen, also Sie sollten nicht sinnlos in dem Profil drin rum mit dem Profilbefehl arbeiten. Also was Sie ohne diesen Profilbefehl machen können, sollten Sie auch besser ohne diesen machen. Na, jetzt gehe ich mal wieder aufs 3D. So, jetzt habe ich eher die Form. Jetzt könnte ich das hier oben auch noch ein bisschen runterziehen. Und jetzt gehe ich auf Profil bearbeiten. Jetzt bin ich quasi an die Grenze gekommen. Das kann ich jetzt nicht mehr ohne diese Griffe, ohne diese normalen Wandbearbeitungstechniken machen. Also gehe ich jetzt auf Profil bearbeiten und füge zum Beispiel jetzt hier so eine Linie ein, damit ich hier eine kleine Hilfslinie und dann meinetwegen hier so einen Kreisbogen. So, schmeiß jetzt hier die Sachen raus und gehe auf Stutzen dehnen. Mache noch eine saubere Polylinie raus. Gehe jetzt hier auf OK. Und hätte jetzt theoretisch hier quasi sowas erzeugt, eine Öffnung. Ja, das hätte man vorhin machen können. Allerdings haben wir jetzt hier eine Füllung drin, nämlich unser Fassadenelement. Und allerdings, wenn ich jetzt so weiterarbeiten würde, hätte ich jetzt ein Problem, dass wenn ich jetzt hier die Wand verschieben würde, ich mache das hier mal, zum Beispiel hier nach hinten, dann geht trotzdem mit. Ah, okay, das bleibt so, das ist gut. Ja. Ansonsten, falls das nicht so sein sollte, einfach beides markieren und dann gehen Sie hier auf Verbinden, Geometrie verbinden und dann haben Sie quasi jetzt ein Element draus gemacht. Jetzt können Sie das Ganze noch weiter bearbeiten, wenn Sie meinetwegen hier das Fenster oder diese Öffnung oder das Fassadenelement noch ein bisschen schöner haben wollen, dann gehen Sie auf Fassadenraster, fügen hier noch ein Fassadenraster ein. Was weiß ich, hier. Meinetwegen so und so. Dann können Sie hier noch Pfosten einfügen. Ich nehme jetzt mal irgendwelche hier. Das jetzt passt oder nicht passt, einmal dahingestellt. So, so, so. Ja, hier unten nehme ich auch mal Pfosten. Ja, können natürlich noch was reinbauen als, also Sie können quasi ein Fensterbrett wie eine Art Pfosten dann definieren und hier unten quasi als Pfostenfamilie verwenden. Dann hier unten noch ein Fensterbrett montieren. Jetzt könnte ich hier noch die Elemente auswählen. So, und hier sagen, mach da mal Metall draus. Nur als Beispiel. Und könnte jetzt einfach mit den Fassadenbefehlen hier arbeiten. Man kann, glaube ich, sogar, haben wir das hier geladen. Macht jetzt zwar wenig Sinn, aber ich zeige es trotzdem mal. Ich glaube, hier eine Tür. Oder gibt es hier geladen? Eine Fassadentür ist, glaube ich, keine richtige geladen. Ja. Aber es gibt auch eine Fassade, die können Sie reinladen, in eine Tür reinlegen. Also so können Sie theoretisch sich auch eigene Öffnungen bauen, ohne dass Sie jetzt großes Wissen haben, um als solche Familien zu bearbeiten. Natürlich, um das Ganze wieder zu verwenden, ist es natürlich nicht so schön. Ja, also das ist eher eine einmalige Geschichte. Der Vorteil ist, wenn Sie so Familien erzeugen, die können Sie dann schnell wiederverwenden. Ja, die Methode ist zum Wiederverwenden nicht so schön, was Sie allerdings machen können. Sie können daraus hier ein Bauteil machen, aus diesem Element eine Baugruppe oder ich weiß gar nicht, eine Gruppe erstellen und die können Sie dann theoretisch auch wie so ein Block wiederverwenden. Ja, das ginge dann schon. Also das mache ich manchmal, wenn ich irgendein Sonderfenster brauche und dann keine Lust habe, mir eine externe Familie zu erstellen. Wobei ich dazu sagen muss, Familie erstellen ist normalerweise besser. Ja, weil die können Sie einfach besser wiederverwenden und auch Daten. Also massenmäßig besser auswerten. Ja, das haben sie einfach mehr Einstellmöglichkeiten. Das ist so die Quick and Dirty Variante. Das Schöne ist allerdings hier, solche Öffnungen können Sie also mit BIM-1-Wissen schon erstellen. Sie brauchen dann noch keine vertiefenden BIM-Kenntnisse, um halt in diese Bauteile da einzugreifen. Ja, so viel dazu zu irgendwelchen Sonderöffnungen im Rahmen von BIM-1.